Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Medieval Dynasty. Wir werden heute den Winter verlassen. Gott sei Dank. Endlich. Ich habe so lange darauf gewartet. Und werden dafür zunächst mal ins Dorf zurückkehren. Und was eigentlich nicht sinnvoll ist, denn wir werden eh wieder zurück katapultiert. Deswegen, ich werde trotzdem hingehen und wer weiß, vielleicht kriegen wir unser Haus noch fertig gebaut. Ich glaube es nicht, aber versuchen kann man es ja mal. Genau, das wird auf jeden Fall das sein, was wir jetzt noch machen. Wir werden da versuchen, das Haus fertig zu bauen. Oder das werden wir auch fertig bauen in dieser Folge. Und ansonsten werden wir die Questreihe weiterverfolgen. Ne? Da müssen wir noch vier Gebäude bauen. Eins davon ist ja schon so gut wie fertig. Und mal gerade. Vielleicht könnten wir noch nach Rolnica gehen. Jetzt gerade mal. Denn ist ja eh Wumpe jetzt gerade. Denn wir brauchen noch einen Holzfäller. Oder eine Holzfällerin. Das wäre echt nett, wenn wir da jemanden finden würden. Ich versuche erstmal mein Glück in Rolnica und ansonsten werden wir das ein bisschen vertagen müssen, obwohl das schon echt cool wäre, jetzt hier jemanden zu finden. Da sind wir auch schon in Rolnica und wir haben jetzt zwei Personen. Die Chance ist also relativ gering, dass wir tatsächlich jemanden finden werden, der auf unser Anforderungsprofil passt. Naja, wir werden es sehen. Ausdauer zu niedrig. So, zumindest mal eine Zweier. Und Dreier. Seid beide nicht wirklich. Also, beide seid ihr gut zu gebrauchen. Tatsächlich. Ich glaube, ich nehme eine mit. Und kann sie ja dann demnächst anders einsetzen. Sie zum Beispiel kann dann ganz gut. Na, nee, du eher. Feldarbeit. Du kannst dann später in die Feldarbeit wechseln, aber ich nehme dich jetzt einfach mal mit. So. Gut, dann fix mal in die Verwaltung und sie hat jetzt tatsächlich schon eine Stimmung, also Gerarda hat jetzt schon mal eine Stimmung von 6%. Das ist schon eigentlich ganz gut, aber das geht natürlich noch viel besser. Und dafür werden wir dann auch relativ bald schon sorgen. In die Verwaltung möchte ich und dir erstmal ein Haus zuordnen. Ach, da haben wir noch gar kein Haus gebaut. Doch, haben wir doch fertig gemacht, oder nicht? Wir haben noch ein Haus fertig gemacht. Doch, das ist das doch. Das ist das doch, natürlich. So, da gehst du rein. Also, Haus hat sie schon mal. Brennholz. Oh ja. Aber das muss sie ja selbst für sorgen, ne? Das ist ja dann ihr Job. So, Arbeitsplatz ist natürlich der Holzschuppen. So. Ist ja also schon mal Holzfällerin. Als nächstes braucht sie Anweisungen. Das wäre nicht verkehrt. Nämlich dann Gewinnung. Holzschuppen 1. Sie soll erstmal ordentlich Holzstämme farmen. Das wäre schon mal ganz gut. So. 60, machen wir mal 70. Und dann kann sie
Er kann natürlich auch direkt Bretter farmen, ne? Das, warum nicht? Warum nicht? Pass auf, dann mach mal so. Mach mal 50% Stämme. Prozent Brennholz. Und 25% Bretter. So, das wäre das. Okay. Dann braucht sie natürlich Werkzeug. Das können wir ihr beschaffen. Wo sitzt? Okay, das ist das. Gehen wir erstmal wieder hier hin. Ja, also ich habe jetzt keine Ahnung, wie weit ich komme. Wie viele Stücke habe ich? Drei. Ja, gut. Also ich versuche jetzt erstmal ins Dorf zu kommen und die Arbeitsmaterialien zu hinterlegen. Damit die Produktion schon mal anlaufen kann, auch wenn ich jetzt nicht im Dorf sein sollte, wenn wir in den Frühling kommen. Kann ja schon mal hier ein paar Steine mitnehmen. Stein. So, das müsste jetzt mal reichen. Ah ja, schade. Regenbogen am Himmel. Nach dem Regen ist ein traumhaft schöner Regenbogen am Himmel zu sehen. Deine Leute scheinen glücklich zu sein und halten ihn für ein gutes Omen. Entscheide dich. Keine Einschränkung. Alle Dorfbewohner erhalten plus 10 Stimmung. Das ist doch toll. Steuern zahlen. Ich muss Steuern zahlen. Das können wir dann gut machen. Das ist dann doch mal ein ganz guter Vorteil, dass wir hier direkt in Gustovia im Stranden. Da können wir direkt mal die Steuer zahlen. Die habe ich ja gesenkt am Spielbeginn oder zum Spielbeginn, weil ich nicht das Spiel spielen möchte, um Steuern zu zahlen, sondern weil ich natürlich mit dem Geld auch ein bisschen was anderes vorhab. Also, Steuern. Jedes Frühjahr musst du Steuern an den König zahlen. Das Geld wird vom Kastellan in Gustovia eingesammelt. Wenn du neue Gebäude errichten oder Felder anlegst, wenn du neue Gebäude errichtest oder Felder anlegst, erhöht sich die Summe, die du zu entrichten hast. Zahlst du deine Steuern nicht, häufst du Schulden an, verlierst an Reputation und kannst sogar aus dem Tal verbannt werden. Lass mich raten, dann ist das Spiel auch relativ schnell vorbei. Das wollen wir natürlich nicht. So. Mit Unikus sprechen. Hallo, bist du gekommen, um deine Steuern zu zahlen? Ja, bitteschön. Das sollte reichen. Wunderbar. Dann haben wir das schon mal erledigt. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir doch mal gucken, ob wir noch jemanden finden. Du. Jetzt habe ich hier automatisches Keyen eingeschaltet. Okay. Jetzt nicht mehr. Also Kanuta. Dann machen wir jetzt Folgendes. Ich würde mal eine kleine, ja, Rochade machen in der Verwaltung, denn ich würde sie gerne vom Holzschuppen in die Scheune verteilen und als Landwirtin arbeiten lassen. Dafür muss ich sie natürlich auch. Nee, können wir nicht, weil da gibt es noch kein Haus. Generell noch kein Haus für sie, ne? Das nicht so gut.
Vier Häuser haben wir. Wir könnten sie. Oh. Wieso hat denn das Haus einen Zustand von 5% nur noch? Ach so. Natürlich, weil es noch nicht fertig gebaut ist. Mein Gott. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir das zuerst mal fertig. Dann kriegt sie ein Haus. Weil da hängt gerade alles dran. So. Verwaltung. Nee, Quatsch. Tagebuch. Machen wir das erstmal weg. Denn ich möchte jetzt erstmal schauen, dass ich meine Siedlung hier nicht komplett verhunze. Und dann lass uns doch mal gucken. Das sehen wir jetzt gar nicht, ne? Doch, kann ich ja wohl gucken. Verwaltung, Gebäude, Gewinnung, Holzschuppen. Details anzeigen. Also Produktion läuft noch nicht an. Kein Arbeiter. Wieso kein Arbeiter? Ah, weil sie in der Scheune ist, natürlich. Also dann Kanuta, du gehst Arbeitsplatz Holzschuppen. Das ist dein Arbeitsplatz. Okay, was als nächstes? Also, das einfache Haus fertig bauen. Das wäre das Erste, was wir machen müssen, damit wir... Naja gut, das bringt uns jetzt erstmal noch nicht so viel, denn dann können wir vielleicht eine unserer Dorfbewohnerinnen im normalen Haus oder in unserem ersten Haus unterbringen, in der Nähe von Gostovia. Das finde ich aber ein bisschen quatschig. Wäre dann so die Notlösung. Das gucke ich aber gleich mal, wie die Zufriedenheit ist. Wenn die jetzt so drastisch absinkt, dass ich ja drohe, sie zu verlieren, dann muss ich das natürlich erstmal machen. Das ist ganz klar. Aber ich würde tatsächlich eine andere Lösung eher bevorzugen. Und dafür muss ich aber erstmal schauen, dass ich die Äxte jetzt ins Materiallager bekomme, damit die Holzfällerin schon mal vielleicht ein bisschen Holz farmen kann, damit ich die Häuser schon mal ein bisschen besser oder ein bisschen schneller herstellen kann, bauen kann. Das wäre schon mal ziemlich, ziemlich wichtig. So, und es fehlt uns im Moment an allem. Ich brauche 100 Stöcke, glaube ich, für 10 Äxte. Aber jeder Zweig zählt auch erstmal. Moment, die Fackel, die können wir jetzt erstmal wegpacken. Das ist ja Verschwendung. So. Also dann stellen wir erstmal her. Hier, das reicht ja auch, glaube ich, erstmal. Okay, was machen wir? Achso, natürlich erstmal die Äxte reinlegen. Das wäre vielleicht ein netter Move. Das ist das. Und dann dürfte zumindest schon mal das Produktions-Icon verschwinden. Vielleicht, bitte.
Einarbeiter. Habe ich das doch jetzt wieder vergessen? So, minus 5%. Dann machen wir das erstmal so. Gerade Landwirtin Genoveva schmeißen wir raus. Okay, ich kann sie anscheinend nicht rausschmeißen. Dann müssen wir das anders machen. Dann müssen wir jetzt nochmal ein einfaches kleines Haus, simpel, schnell und einfach in der Scheune oder an der Scheune errichten. Denn da soll sie auch zukünftig eingesetzt werden, weil sie da schon eine Dreierfertigkeit hat. Und dann, ja, glaube ich, gibt das schon Sinn, dass sie da auch schon mal arbeiten kann. So, habe ich eigentlich Verdorbenes bei? Nee, habe ich nicht. Okay, nicht schlimm. Dann bauen wir doch mal ein Haus. Einfaches kleines Haus. So, hier ist die Straße. Da wäre jetzt mein Vorschlag, das hier vorne so hinzubauen. Oder hier vorne, das wäre vielleicht auch noch so. Nee, eigentlich möchte ich das schon ganz gerne hier haben. Ja, machen wir es fürs. Also es ist vielleicht ein Provisorium. Vielleicht baue ich das nachher nochmal neu, wenn es mir gar nicht, wirklich überhaupt gar nicht gefällt, weil einigermaßen schön bauen will ich ja dann auch. Dann einmal schauen wir mal. Also wir brauchen 10 Steine. Das dürfte jetzt nicht das Thema sein. Ups. Möglichst schnell müssen wir das Haus errichten. Inventar 15 Kilogramm. Axt kaputt. Sehr schön.
Eine noch. So, dann als nächstes, ja, können wir ruhig schon mal ein paar weitere Bäume fällen. Werden sie eh alle brauchen. Von daher. So, ich bin immer noch nicht überladen. Das nehme ich mal als Anlass, um noch ein paar mehr zu fällen. Muss ich hin. Noch. Okay, also die Zufriedenheit, die fällt jetzt so langsam. Ich guck mal gerade, wie sie denn fällt. -31%. Oh, das müssen wir jetzt möglichst schnell korrigieren. Ein Glück haben wir genug Stroh dabei, dass wir zumindest da keine Zeit verlieren. So, das sind jetzt noch 1, 2, 3, 4. Zwei Birken noch.
Oh nein. Zwei. Das war der Fehler. Die brauchen ja mal zwei, die Eingangsbereiche. Das ist das einfache kleine Haus. Jetzt schnell in die Verwaltung. Da haben wir jetzt minus 37%. Uiuiui, das ist nicht schön. Also, wir müssen die gute Genoveva, die kommt in ein neues Haus, nämlich in das hier. So. Kanuta. Kriegt ein Haus zugewiesen, und zwar das am Holzschuppen. So, und damit kann sie jetzt hoffentlich erstmal ein bisschen durchatmen. Sie braucht aber noch Wasser. Braucht noch Wasser. Okay, da brauchen wir einen Eimer für. Und den werde ich mir jetzt erstmal herstellen, wie man von hier aus hinten die ganzen Gebäude sieht und auch ein Haus da hinten. Ein Anwesen. Ein prächtiges. So, das habe ich schon geplündert. Wir müssen kurz was trinken, wenn wir schon mal hier im Wasser sind. Also drei Gebäude brauchen wir jetzt noch. Und ich kann unterdessen vielleicht auch mal kurz auf die Fleischproduktion gucken. Und natürlich auf die Holzproduktion. Das wäre mal jetzt nice zu sehen, wie viel wir da haben. Ob wir überhaupt irgendwas haben an Holz, weil sie so unzufrieden ist. So, Nahrungsmittel 22. Da müssen wir ein bisschen vorbeugen. Das wird nicht mehr lange dauern, dann gibt es hier Unzufriedenheit. Lagerfeuer ist weg. Ich hoffe, dass das jetzt hier das letzte Lagerfeuer ist. Na. So, jetzt verwenden. Mhm. Dann einmal ins Nahrungsmittellager. Nehmen wir ruhig mal das schlechte Fleisch rüber. Ich war. Ziehen zurück. Und für mich nehme ich dann nochmal 10. Okay. Ich brauche einen Eimer. Den kann ich noch nicht herstellen. Das muss ich dann jetzt mal gucken. Technologie, Brunnen, Gebäude aus. Keine Schemata zum Freischalten. Materiallager. Holzschuppen. Blumentopf aus Stein. Überlebt vielleicht. Ups. Jagdhütte. Kräuterhütte. Nee. Muss hier irgendwo sein. Ich muss hier irgendwo den Eimer herstellen können. Hier vielleicht. Da ist er doch, der Eimer. Den würde ich gerne kaufen. Und dann auch ganz gerne herstellen. Was brauche ich denn dafür? Zwei Bretter. Brauche ich dafür. Guck mal, ob ich im Lager was habe.
Bretter. Sieht gut aus. Mit dem vollen Eimer ins Nahrungsmittellager und dann dürfen sich jetzt auch die Trinkwasserprobleme aufgelöst haben. Dann nochmal kurz in die Verwaltung. Wie sieht's aus? 32. Also die Laune hebt sich allmählich. Das ist doch schon mal gut. Enoveva hat kein Werkzeug. Ich vermute, dass das daran liegt, dass sie keine Werkzeuge, Hacke, Säckchen und Sichelsense, das ist das, was sie braucht, hat sie im Moment nicht. Ich könnte hier meine Hacke und mein Säckchen geben. Das lege ich da mal einfach ins Material. Obwohl, das hat sie doch, ne? Einfaches Säckchen. Die Hacke hat sie sich anscheinend schon genommen. Herstellen. Ja, das ist halt das Problem. Ne? Normalerweise, also ich würde jetzt hingehen und die Schmiede bauen, weil Landwirtschaft ist jetzt noch nicht so das Riesenproblem. Damit können wir erstmal, ohne auskommen. So, Produktion. Schmiede. Komm, bauen wir das. Wir haben jetzt noch mal 2-3 Tage Zeit. Und bis dahin hat auch unsere Holzfällerin Zeit, ein bisschen Bretter zu farmen, damit wir unser Haus bauen können. Wir haben ja für alles unsere Leute. Kaputt. Hammer neu. Acht Holzstämme. Wie sieht's hier aus? Ja, nehmen wir. Das Dach. Ja. Könnte wieder eng werden. Sechs brauchen wir noch.
ob hier um die Ecke war irgendwo Schilf. Ried. Okay, dann haben wir das jetzt auch mal ein bisschen auf Vorrat besorgt. Der nächste Winter kommt bestimmt. Holzstämme fehlen. Kriegen wir die hier? Ne, kriegen wir nicht. Ich lasse jetzt erstmal ein bisschen auffüllen. Geh doch mal selbst auf Holztour. Sieben Stück waren das, ne? Um den Dreh. Genau. Also selbst wenn wir jetzt jemanden haben, der uns das ganze Holz fällt, wir müssen auch weiterhin die ganzen Bäume selbst fällen. Also zumindest dürfen wir es nicht ganz außer Acht lassen, denn wir müssen ja weiterhin im Level steigen. Sechs. Schmiede damit auch jetzt stehen. Das ist schon mal ziemlich gut. Und dann könnten wir auch tatsächlich die nächste Dorfbewohnerin hierher lotsen können, denn wir hatten ja da jemanden, die ziemlich gut in Produktion war. Und das wird uns auf jeden Fall schon mal ziemlich viel Arbeit abnehmen, wenn wir nicht die ganzen Werkzeuge herstellen müssten. Das wäre auf jeden Fall ziemlich gut. Die Frage ist, wo war sie? War sie in Gostovia oder war sie in Rolnica? Das ist jetzt was ich nicht weiß. Aber sei es drum. Bisher hat die da Arbeit, das ist gut. Die
Holzproduktion hängt ein bisschen hinterher, habe ich den Eindruck. Guck noch mal gerade nach Fleisch. Jetzt werden wir auch so langsam, fängt es an, dass wir ein bisschen Mädchen für alles werden. Zumindest so lange, bis wir auch diese Posten dann besetzt haben. Jetzt beispielsweise eine Küche, wo dann eben dieses gebratene Fleisch hergestellt werden kann. So, die erste Nacht ist da. Okay, dann gebratenes Fleisch. Könnte auch ein bisschen was essen. Und könnte auch mal am Lagerfeuer eine Runde schlafen. Bis zum nächsten Tag. Okay, wir brauchen noch zwei Gebäude, um das nächste Kapitel zu erreichen. Oder zumindest mal auch den nächsten Teil des Kapitels. Und vielleicht wäre es da ganz gut, wenn wir hier so einen Weg reinziehen. So. Und hier schon mal wieder ein kleines Haus hinstellen. Das wäre, glaube ich, cool. Dass wir dann hier jetzt auch so langsam anfangen, so ein bisschen nach hinten zu bauen, dass das Ganze auch nicht so in die Länge gezogen wird. Das Haus werden wir jetzt tatsächlich auch versuchen, schon mal steinig zu bauen, also wirklich das Maximum rauszuholen. Denn wir können jetzt auch noch niemanden holen, weil wir noch nicht wirklich viele Häuser haben. Ne? Also wenn wir jetzt noch jemanden holen, dann müssen wir wieder hoppla hopp ein Haus bauen und dann lasse ich mir doch lieber ein bisschen mehr Zeit. In Ruhe ein neues Haus auf, anstatt jetzt hier wieder durch die Gegend zu hecheln und ja, irgendwie zu versuchen, die Laune der neuen Dorfbewohner nicht allzu sehr ins Negative fallen zu lassen. So, hier gibt es wieder eine Steinsiedlung. So, 21. Neues Level, dann gucken wir doch mal hier erstmal in Gewinnung. Zusätzliche Chance auf Rohstoffe beim Abbau von Stein, Salz und Erzen. Unerwartete Gegenstände beim Graben von Ton vorkommen. Okay. So, Ausdauerverbrauch bei Gewinnungsaktivitäten. Yo, mach ich. Jagd ist bei mir noch ziemlich unausgeprägt. Ich hoffe oder ich fürchte, dass sich das auch nicht unbedingt ändern wird, weil Jagen mache ich einfach nicht gerne. Das werde ich wahrscheinlich mal machen, um so ein bisschen Ausgleich und Abwechslung hier ins Let's Play zu bringen. Wir haben bei Überleben allerdings ein bisschen was. 10% schnellere Bewegung im Wasser. Was haben wir hier? Bessere Temperaturtoleranz. Das könnte mir beim nächsten Winter vielleicht noch
Elfen. Und was haben wir sonst noch? 10% schnelleres Herstellen in der Küche. Ja, das ist die Frage. Ist das jetzt nur für mich oder ist das auch für die Dorfbewohner? Ich fürchte nur für mich. Machen wir mal jetzt mehr Erfahrungsgewinn. So, dann lege ich die Steine jetzt erstmal hier ab, denn hier werde ich sie auch brauchen. Ups, nee, das war falsch. So. Stattdessen hole ich mir dann noch ein paar Holzstämme. Ja, da muss ich jetzt ziemlich weit verlaufen. Ich hoffe, dass die Holzproduktion jetzt so langsam mal vorankommt. Und kommt nicht voran. Warum nicht? Warum nicht? Gibt es in der Verwaltung irgendwelche Probleme? Gewinnung. Holzschuppen 1. Nö, gibt's nicht. Produktion nicht eingestellt. Minus 14. Also sie wird jetzt glücklicher. Ich hoffe nicht, dass das heißt, dass sie unproduktiver wird. Denn als sie unglücklicher war, da hat sie auf jeden Fall besser gearbeitet. Warten wir es mal ab. 10. Also Brennholz ist auf jeden Fall genug vorhanden. Dann würde ich das jetzt erstmal auf ein Minimum reduzieren. Also dass da schon noch ein bisschen was reinkommt, aber dass es sich mehr in der Waage hält. Holzschuppen 1. So, vielleicht mal auf 10% reduzieren. Das ist dann nämlich eine Gesamtherstellung von 2,9 pro Tag. Also, ich kann das auch nicht so wirklich glauben. Also laut der Rechnung hier machen wir 26 Holzstämme pro Tag und 13 Bretter. Es sei denn, ich habe da irgendwie jetzt einen Denkfehler. Verwaltung. So, das ist ja der Fortschritt. Und ich glaube jetzt nicht, dass die Fortschrittsanzeige so schnell geht, dass sie 26 oder sie stellt automatisch 26 Stück her, wenn die Leiste voll ist. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, das muss ich da mal sehen. Fakt ist, wir müssen in jedem Fall noch Holz besorgen. Und eventuell auch noch selbst Holz herstellen. Also Bretter herstellen. Was sagt mein Inventar? 21 von, oder knapp 22 von 40. Ja, okay, machen wir anders. Ich werde jetzt erstmal alles auf Seite legen, was ich nicht brauche. So, und dann werden ja dann auch bald automatisch zwei neue Gebäude fertig. Nämlich mein eigenes Haus, das wäre Gebäude Nummer 14 und das andere kleine, einfache Haus, das wäre dann Nummer 15. Was brauche ich denn nicht? Die Stöcke brauche ich nicht. Das Stroh brauche ich nicht. Das Steinmesser eigentlich auch nicht, nimmt aber nicht so viel Platz weg. Zwei Speere brauche ich jetzt, glaube ich, hier auch nicht. Fackel brauche ich auch nur eine. Damit sind wir nur noch bei 11 Kilo.
Das langt. Damit kriegen wir einiges transportiert. Dann machen wir es doch so. Dann gehe ich jetzt erstmal weiter und versuche, das kleine Haus fertig zu bauen. Dafür brauche ich Steine. Derweil kann die Holzfällerin noch mal gucken, ob sie vielleicht doch ein paar Rohstoffe dafür bekommt oder hergestellt bekommt. Okay, wir brauchen 8 Holzstämme. Das habe ich jetzt übersehen. Ist nicht schlimm. So, hier ist ein Elch. Da vorne sind 2 Schweine. Da möchte ich jetzt nicht Gefahr laufen, auf die zu treffen. Dann nehme ich doch mal die Fichten hier vorne weg. Schaden. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben 12 Holzstämme mit dabei. Nehmen wir die 2 noch mit. Damit hätten wir 14. Dürfte schon mal ein ganz gutes Packen sein. Durch. Dächer wäre natürlich auch das Nonplusultra. Gar keine Frage. Und dann, können wir jetzt schon mal anfangen, das Ganze fertig zu zimmern. Den Gang machen wir zum Schluss. Viele Stämme habe ich jetzt noch. Das war es sogar, ne? Ja, das war's. Mehr habe ich nicht. Gut, dann kümmern wir uns als erstes um die Steine, dass wir die an Land gezogen kriegen.
schön, dass wir halb überfüllt immer noch so schnell laufen können wie vorher. Also das haben sie tatsächlich verändert. Da gibt es auch wirklich nicht mehr wirklich Sinn, jetzt ohne Dings zu spielen, ohne Tragelimit. Wenn man eh. Teilweise noch so schnell laufen kann. Wir brauchen hier noch 6, hier noch 2, also 12 Stück, glaube ich, werden wir noch brauchen. Die Richtung scheint schon ziemlich viel abgegrast zu sein. Gänseblümchen brauchen wir, glaube ich, für den Trank, den wir noch herstellen müssen. Also ich suche auch schon nach Steinen, aber... Ah, hier ist einer. Nicht, dass ihr denkt, ich wäre jetzt irgendwie... jetzt gerade mal ganz kurz die Quest gewechselt. Aber sieht gerade ziemlich mau aus. Ah, hier vorne ist noch eine Stelle. Okay, was noch? Wo finden wir denn noch Steine? Ja, finden wir noch Steine. Sogar ziemlich viele Steine. Das dürfte lang. Wir brauchen einen Holzstamm. Den würde ich mir jetzt eher mal hier besorgen. Das war Blödsinn.
Abgesehen davon brauchen wir jetzt aber wieder ganz viele Holzstämme. Die gehe ich jetzt so holen. Ich will mal dann im Inventar 20 Kilo. Da werde ich jetzt mal schauen, dass ich ein paar Steine weglege. Die Stöcke können auch weg. So, 9 Kilogramm. Das sieht doch gut aus. Kriegen wir ganz viele Holzstämme mit. Mal ein bisschen was essen. Jetzt habe ich ein bisschen Murks gebaut. So. Und wir sind schon wieder über der Zeit, deswegen würde ich sagen, mache ich hier einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann werden wir die Quests zu Kapitel 7 abschließen und gucken, was dann noch so weiter uns zukommt. Ich glaube, dass wir dann irgendwie so 15 Dorfbewohner oder 10 Dorfbewohner ins Dorf holen müssen. Da werden wir auch noch ganz viele Häuser bauen müssen, um das Ziel zu erreichen. Also es bleibt recht baulastig im Moment. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dabei, denn wenn wir da einmal durch sind, dann glaube ich, wird das auch noch eine coole Runde werden mit Dorfmanagement und schauen, dass alles läuft und dass alle Komponenten in Abhängigkeit von den entsprechenden Fachkräften dann da sind. So, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und genau, dann wird das Ganze, glaube ich, noch ein ziemlich cooles Let's Play. Also, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.